Die Pferde gleich komplett in den Boxen. Mathilda kommt noch heran, die Dreijährige im Feld. Geht hinein. Alle Pferde jetzt in den Boxen und der Start ist erfolgt an der 1500 Meter Marke. Schnell gestartet, Pagan Warrior gleich mit Mathilda und Quietude an der Innenseite sind die ersten Pferde, wo es in den Bogen hineingeht. Auch Table for Ten mit dabei, ganz an der Innenseite postiert, spart sich hier einige Meter, rückt hier an der Innenseite ebenfalls ins Vordertreffen auf. Mathilda geht außen in den Table for Ten. Diese beiden mit dem Vorteil. Dahinter ist dann Quietude jetzt in der dritten Position zu sehen. Mit dabei All Percy an der Innenseite. Pagan Warrior folgt dahinter mit Salimera und außen geht Incorruptible. Vorne Mathilda knapp vor Table for Ten. Quietude dann dicht auf in dritter Position. All Percy dabei. Der aufgerückte Incorruptible vor Pagan Warrior und schließlich Salimera. So ist das Feld in der Südseite unterwegs. Außen Mathilda und innen Table for Ten. Die beiden Kopf an Kopf vor Quietude und Incorruptible in äußeren Spuren, aber weiter auf dem Vormarsch. Somit ist dann an der Innenseite All Percy, der Favorit Fünfter vor Pagan Warrior. Dahinter ist dann Salimera, das letzte Pferd. Es geht in den Einlauf. Ganz innen Table for Ten. Dahinter kommt Incorruptible an der Außenseite. Quietude kommt innen nicht weiter. Weiter außen wird All Percy stärker. Table for Ten, aber Incorruptible greift noch einmal an. Table for Ten innen, außen kommt Incorruptible und der geht besser. Der zieht vorbei mit Esther Ruth Weißmeier. Alles klar für Incorruptible. Der gewinnt das Rennen vor Table for Ten an der Außenseite. All Percy Dritter. Quietude hat das vierte Geld vor Pagan Warrior, Salimera und schließlich Mathilda.